Ein Job zwischen Alkohol, Drogen und Exzess. Es gibt einige Kollegen, die auch ihr Leben verloren haben in Berlin. Ein Job, der ihnen eine gewisse Macht verleiht. Ich finde es nicht schön, jemand auf eine gewisse Art weh zu tun, also ihn abzuweisen. Und ein Job, zu dem sie einen fast philosophischen Zugang haben. Der hängt natürlich auch mit der eigenen Wahrnehmung und der Verfassung während des Arbeitens auch zusammen, wie dicht man so eine Sache an sich heranlässt. Deutschlands berühmteste Türsteher arbeiten seit über 20 Jahren in den angesagtesten Clubs Berlins und nehmen uns mit in eine Welt, in der es offenbar um viel mehr geht, als eine Tür zu bewachen. Allen voran Sven Marquardt, Türsteher des legendären Berliner Berghain, wo schon Lady Gaga performt hat und Hollywood-Stars wie Schauspielerin Claire Danes ins Schwärmen geraten. It's amazing. Es ist der beste Ort der Welt. Die Leute gehen Freitag hin, bleiben bis Montag und gehen direkt wieder zur Arbeit. Es ist heftig. Und ihr entscheidet, wer rein darf. Sven Marquardt, das Symbol des Berliner Nachtlebens. Trotzdem weiß man bislang wenig über den 57-Jährigen, der in der DDR aufgewachsen ist. Tatsächlich ist er ausgebildeter Fotograf, macht auch heute noch Ausstellungen und arbeitet als Dozent. Sein Equipment transportiert er in einer Louis Vuitton-Tasche. Aber vor allem steht er an der wohl härtesten Tür Deutschlands und glaubt offenbar an Karma. Wenn ich mal der zeitliche Segner, dann komme ich bestimmt in so eine Hieronymus Bosch Zwischenhölle, wo ich immer irgendwo klopfe und die sagen, nee, du nicht. Und das aber als Dauerzeitschleifer. Zum ersten Mal sorgt Marquardt nach der Wiedervereinigung bei einer Veranstaltung seines Bruders Oliver für Sicherheit. Zu dieser Zeit entwickelt Berlin eine weltweit einzigartige Partyszene, deren Clubs für grenzenlosen Exzess stehen und selbst das New Yorker Partyvolk sprachlos machen. Ich bin dann in diese Clubszene eingetaucht und so ein wiedervereinigtes Berlin feierte auf einmal in leerstehenden Hallen, in Abrissgebäuden. Er arbeitet nach dem Mauerfall im Cookies, einem Club, der damals fast so legendär war wie das heutige Berghain. Türsteher-Urgestein Robert Baldwin, genannt Smiley. Er kommt als US-Militärpolizist nach Berlin, wacht aber bald über sämtliche Läden mit Rang und Namen. Heute leitet er seine eigene Security-Firma, trotz der ein oder anderen brenzligen Situation. Die Menschen dann halt vor dir gestanden haben mit scharfen Waffen in der Hand oder sowas. Es ist mir schon mal passiert, dass ich deswegen im Krankenhaus gelandet bin. Aber das bringt halt den Beruf mit sich. Eine Auseinandersetzung mit 15 englischen Touristen endet für den Vater von zwei kleinen Töchtern einmal sogar mit einem Kieferbruch. Türsteher, ein gefährlicher Job, von dem man laut Smiley zwar leben kann, aber auch nicht reich wird. Für Frank Künster, den dritten im legendären Berliner Türsteher-Trio, geht es allerdings auch nicht ums Geld, sondern um die Menschen, mit denen er durch seine Arbeit zu tun hat. Wenn du da von interessanten Leuten positive Aufmerksamkeit bekommst, warum sollst du was anderes machen? Diese B- bis Z-Promis, die im Fernsehen rumhüpfen, die finde ich halt nicht so interessant. Aber interessant sind die Leute, die Philosophen und die Politologen und manchmal auch die Mediziner. Frank ist lange Jahre sogar Geschäftsführer und Türsteher der King-Size-Bar, in der sogar George Clooney schon gefeiert hat. Dabei kommt der heute 52-Jährige als BWL-Student zufällig zum Türsteherjob. Ich mag kein Alkohol und deshalb war ich ungeeignet, in einer Bar zu arbeiten. Dann bin ich nicht besonders musikaffin, also ich konnte auch kein DJ werden. Dann blieb nur noch der Türsteherjob. Und als solcher braucht man wie Türsteher-Galionsfigur Sven Marquardt ein dickes Fell. Daher sein Markenzeichen auffälliger Körperschmuck, den er als eine Art schützende Rüstung sieht. Auch wenn er die Auswahl, wer in Clubs wie das Berghain rein darf, keinesfalls als Schikane sieht. Den Satz sage ich, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal, dass wir mit der Auswahl der Gäste eine Verantwortung tragen für die Leute, die da drin so sein können, wie sie sind. Die drei Berühmtheiten des Berliner Nachtlebens teilen ihre Erfahrung aus zusammen rund 70 Jahren an der Clubtür, jetzt auch in einer Dokumentation. Der Film Berlin Bouncer läuft ab heute im Kino.